Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der Absolut. zweiten Staffel. So, wir wollten noch gucken, was hier Keep an eye on. unten war. Also ja, hier waren noch Sumpflaurer auf jeden Fall. Ne, Waldlaurer. Die sind ein bisschen anders als Sumpflaurer. Puppenspiel mal. Ich glaube, die sind immun gegen Puppenspiel. Und da war Kanna mal wieder nicht nah genug dran. Hier liegt noch ein Toter. Stiefel des langen Marsches. Maximaler Ausdauerbonus und Athletik. Ich habe schon Stiefel. Verfassung, ja. Der. Na, geben wir sie mal hier Varias. So, das waren die Sumpflaurer hier unten, die die Stiefel bewacht haben. Jetzt haben wir hier oben noch eine Gruppe Drachenjäger, die ganz schön viel gedacht haben. Also Drachen gejagt haben. Ein Mann, der Blut von seinem Panzerbrecher wischt, dreht sich zu dir herum. Seine zusammengezogenen Augenbrauen verraten einen Moment der Verwirrung. Als er dich aber betrachtet, schleicht sich ihm langsam ein selbstsicheres Grinsen ins Gesicht. Das Brandeisen trifft so weit von der Straße weg, nicht oft auf Reise. Was hätten sie hier schon zu suchen? Ein Elf neigt den Kopf, dem anderen den Kopf zu. Ist wahrscheinlich hinter dem Drachenei her, Boss, genau wie wir. Ein Zwerg flucht und spuckt ins Gras. Das war eine rhetorische Frage, du Vollidiot. Er nimmt sein Schwert noch fester in die Hand. Jedermann weiß, dass die Straßen zwischen den Dörfern von Briganten nur so wimmeln. Sie sind ganz offensichtlich Banditen, genau wie wir. Gut, dass wir einen Riesenei gleich in der Nähe haben. Nichts regt einem einen Appetit mehr an, als Leichen zu fleddern. Wir können uns doch die Beute bestimmt irgendwie teilen. Ich werde einfach wieder zurück zur Straße gehen, angreifen, mach was du willst. Warum sollte jemand ein Dracheneier haben wollen? Er lacht, um es zu verkaufen natürlich. Wenn ich was essen wollte, hätte ich mir auch ein paar Schweine von diesem Bauernhof in Dürfurt geschnappt. Lass uns ein Geschäft machen. Du gehst deiner Wege und ich zahle dir den Wert des Eis aus. Nein, ich verhandle nicht mit Banditen. Was weißt du denn über Dracheneier? Er zuckt mit den Achseln. Sie sind rund und groß und kommen von Drachen und Jungdrachen. Was gibt es noch sonst über sie zu wissen? Reichlich, und das ist auch der Grund, warum du dich von ihrem Nest fernhalten solltest. Er grinst, danke für die Warnung. Aber ich glaube, das Risiko werde ich eingehen. Können wir uns die Beute nicht teilen? Ich werde einfach wieder zurück zur Straße gehen. Ich würde dich ja gern gehen lassen, aber Ralf hat etwas dagegen, Leuten in den Rücken zu schießen. Der Elf hebt seine Pistole. Ich habe viel geübt, musst du wissen. Ich könnte sie jetzt beidseitig treffen. Ralf, wenn ich dir den Witz erklären muss, ist es nicht mehr lustig. Wir können uns die Beute doch bestimmt irgendwie teilen. Eine hervorragende Idee. Leg deine Kupferpanne und deine Ausrüstung einfach auf einen Haufen vor dich hin. Dann teilen wir es gerecht unter uns auf. Chef, ich glaube, sie werden sich nicht darauf einlassen. Er zuckt mit den Achseln und hebt seine Klinge hoch. Ein Versuch war's wert. Okay.
Ja. So, wen könnten wir hier... Na, dich. So, ein verbundener Schuss auf ihn da hinten, den Eulen. So, jetzt bleibt nur noch Service, den wir übernommen hatten. Aber der ist zu 6 auch kein so großes Problem. So, was haben Sie denn Schönes? Duplikat des Zauberers, kann erstmal zu ihr. Zucker haben Sie dabei. Guter Zweihänder, außergewöhnlicher Panzerbrecher. Guter Zauberstab, Lederrüstung. Helm mit Hirschgeweih. Wobei, der kann dann, den kann dann der nehmen. So, was haben wir hier noch? Guter Gambasson und Goldsuhl. Wobei das Ding eher zu Hivarias passt. Die Felswand ist verrußt und wie Kerzenwachs geschmolzen. Hoch droben ist eine kleine Felsnase, auf der sich ein grobes Nest zu befinden scheint. Diese Felswand wird nicht leicht zu erklettern sein. Die Felswand erklettern. Du siehst dir die Felswand doch etwas genauer an. Ganz oben ist es eventuell nur Platz für eine Person. Hivarias. Hivarias klettert unter Ausnutzung der Spalten und Sporne im Fels die Felswand langsam hinauf und erreicht schließlich das Nest. Das Nest ist von glühender Asche umgeben und überall sind Zweige und Knochen verstreut. Mitten in den Trümmern liegt ein Ei von der Größe eines kleinen Fasses. Es sieht schwer und unhandlich aus. Das Ei mit einem Seil sichern und die Felswand herunterlassen. Hivarias schlingt ein Seil um das Ei. Du hast Seil und Enterhaken verloren. Hivarias lässt das Ei langsam, mit langsam gleichmäßigen Bewegung hinunter. Nachdem die Beute den Boden erreicht und sich auf die Erde gelegt hat, klettert Hivarias sicher die Felswand hinunter. Und wir haben ein Drachenei. Dieses gefleckte goldfarbene Drachenei fühlt sich warm an. Es ist in perfektem Zustand. So, damit haben wir das Drachenei für die Alchemistin. Und ja, jetzt können wir nur noch zu den Ruinen hier. Und ja, stimmt, hier waren ein paar Xaurips und Käfer. Can't get a good shot with this. I have them. So. Oh, hier können wir abkürzen. Aber ja, gucken wir uns auf dieser Insel erstmal fertig um. Und ja, man hätte es wirklich so machen können, wenn eine bestimmte Prozentzahl der Karte aufgedeckt ist, dass dann der Rest einfach mit aufgedeckt wird. Du scheinst in der Ruine eines Schreins zu stehen. Vor dir liegen die moosbedeckten Überreste einer uralten Statue. Die Statue untersuchen. Nur die zerbrochenen Beine und Füße der Statue sind übrig. Lange Rillen neben ihr legen nahe, dass sie bewegt werden kann.
Nach des Fußes der Statue entdeckst du einen in den Stein geritzten Totenschädel. Den Totenschädel untersuchen. In dem Stein wurde mit kompliziertem Relief ein Totenkopf mit geöffnetem Mund geritzt. Du siehst ihn dir genauer an und bemerkst zwischen seinen Kiefern ein verrostetes Schlüsselloch. Den Schlüssel mit dem Totenkopfgriff ausprobieren. Der Schlüssel leitet mit Leichtigkeit in das Schloss. Du drehst ihn, worauf sich die zerstörte Statue zu bewegen scheint. Der verschobene Sockel der Statue gibt den Blick auf einen dunklen Weg in die Erde frei. There are beasts here. They are animals in human form. Mhm. Und wir betreten den Skein-Tempel. Ja, Ruinen von Dürfurt. My thoughts will be as silent as my feet. Dieses Bildnis besteht aus mehreren krummen Stöcken, die man mit einer groben Schnur zusammengebunden hat. Es wirft einen ominösen, flackernden Schatten an die Wand. Mhm. Und auch hier gäbe es wieder Gräber zum Lesen. Auch hier. Ein Skein-Tempel-Wachposten. Den haben wir schnell ausgeschalten. Quiet. Jede Menge Geld. Ihr drei schießt mal auf den. Vor allem mit dem verwundeten Schuss. So, haben wir noch was Böses, was wir hier benutzen können? Achso, das war für Gegner, die dazwischen stehen. So. Das war jetzt ein bisschen viel Schaden. Aber noch stehen alle ziemlich gut da. At once. Lay in low. Okay, eine Falle. How about that? Okay, Falle konnte nicht entschärft werden. Dann gehen wir drum herum. Wir haben nicht zufällig was zu essen dabei, was Handwerkskunst steigern könnte.
Obst erhöht nur Ausdauer. Reis ist natürlich nichts zu essen. Also könnten wir schon essen.